Oh. Something told me. Wow. It was over when I saw you and her talking. Yes, something deep down in my soul said cry. Bitte für eine geile Performance, ey. Alle vier haben sich rumgedreht. Irre. Krass. Du Heftig. Bist ja mal eine mega Granate, ey. Wie heißt du und wie alt bist du? Ich heiße Nora Avena und ich bin 14 Jahre alt. Nora, hallihallo. Hi. Wo kommst du denn her, wenn ich mal fragen darf? Von der Schweiz. Grüezi, Grüezi miteinander. Grüezi. Ja, das war sehr schön. Ganz am Ende, als du den ganz hohen Ton geballert hast, hat man die Klasse deiner Stimme wirklich erkannt. Und vielen Dank, dass du das noch gemacht hast und ich noch die Gelegenheit hatte, mich umzudrehen. Dankeschön. Danke. Also, du hast wirklich eine Stimme von einer ausgebildeten Sängerin und vor allem schon so was Eigenes. Also, ich höre da voll die Nora durch. Und am Anfang war natürlich so Range-mäßig, war so unten so. Da habe ich gedacht, okay, was kommt noch? Und dann knallt das da oben hier, die knallt alle Töne weg. Ich dachte, wow, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Vielleicht kann das mal Lena kurz übernehmen. Das ist grandios gewesen. Du siehst aus wie ein Star, hast deinen eigenen Style. Also das ist ganz schön gut. Dankeschön, wow, oh mein Gott. Ja, Nora, ich muss natürlich auch sagen, dass ich ganz, 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 ganz toll begeistert bin. Du bist so speziell und so eigen und so, so individuell unglaublich toll, dass Danke. Ich dich so gerne auf deinem Weg begleiten würde und für dich da sein würde und dir beistehen würde Dankeschön. Auf deinem Weg. Nora, was ich noch ganz besonders an dir fand, du hast halt den Song auch performt. Du stehst da schon wie so eine fertige Künstlerin und hast deine Moves, die kommen überhaupt nicht ausgedacht oder antrainiert rüber, sondern du bist ganz natürlich auf der Bühne, flirtest mit dem Publikum. Ich glaube, dir steht, egal was du heute entscheidest, echt eine große Karriere bevor. Alle freuen sich hier, wenn du in deren Team kommst. Hast du denn irgendwie so Ziele und Wünsche? Hast du so einen Plan? Nein. Wir kennen das. Als wir so vor 8 Jahren angefangen haben, unsere Mucke zu machen, haben uns alle gesagt, oh, was wollt ihr denn mit der Art von Musik? Und jetzt ist es irgendwie 8 Jahre später. Wir spielen Riesentouren, haben jetzt unser eigenes Label und ich glaube, du bist genau so ein Mensch, weil man merkt dir an, dass du schon ganz viele Ideen in deinem Kopf hast, was mit dir passieren kann. Und wir haben auch ein paar, wir würden die gerne beisteuern. Danke vielmals. Ihr macht es mir nur schwer. Du musst dich jetzt fragen, mit wem willst du gehen? Wo hast du den meisten Spaß? Vielleicht auch mal eine ungewöhnliche Entscheidung treffen? Wir feiern dich alle krass und just do it. Also ich habe gemerkt, der Einzige, der da leise ist, ist Sascha. Ich wusste es. Oh nein. Ich wusste es. Ich hab's noch. Ich hab Ach so, gar das heißt ja nichts. Das ist Saschas Taktik. Sag's einfach, richte uns hin. Äh,
at last my love has come along. Ooh, wow. And this love was named Sasha. Merci vielmals. Der ist so ruhig da. Vor lauter Freude, fast vergessen. So. Herzlich willkommen im Team Sascha. Wow. Das krasseste von allen.